Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen auf meinem BookTube-Kanal. Ich freue mich sehr, euch auf meinem Kanal willkommen zu heißen, den ich bereits seit 2012 in dieser Form habe. Vorher habe ich bereits einen YouTube-Lifestyle-Kanal gehabt, wo ich auch über Bücher gesprochen habe, aber der BookTube-Kanal besteht jetzt tatsächlich schon ein ganzes Weilchen. Ich bin die Steffi, ich bin aktuell Ende 30, komme aus Bayern und bin eine absolute Leseratte. Ich spreche auf meinem Kanal vermehrt über Bücher, aber auch über Filme, Serien, in Buchform natürlich auch über Hörbücher oder auch Hörspiele und allerhand, was irgendwie ja, mit dem Thema Buch, Lesen oder ja, Unterhaltung zu tun hat. Sehr regelmäßig spreche ich in meiner Bücherwoche über die gelesenen Bücher der Woche, aber ich zeige euch natürlich auch all die Neuzugänge, die bei mir eingezogen sind. Wir haben hier regelmäßig auch Hangouts zu verschiedensten Buchthemen und ab und an werfe ich auch einen Blick zurück, ob ich die Neuzugänge aus dem Vorjahr schon gelesen habe. Eine bunte Mischung, die sich vermehrt um Bücher dreht, aber eben auch noch ein bisschen andere Dinge aus meinem Leben zeigen. Ich lese kunterbunt gemischt. Ich sag mal alles bis auf Krimis, obwohl das immer mal trotzdem auch noch vorkommt. Ich bin ein großer Fan der Fantasy, ich liebe Science Fiction, ich mag Thriller, ich mag aber auch Sachbücher, Wohlfühlbücher, Liebesromane. Da ist wirklich alles dabei in den verschiedensten Untergenres. Was mir gerade Spaß macht, was mich gerade beschäftigt und unterhält, wird gelesen und auch auf diesem Kanal vorgestellt. Meine Lieblingsautoren und Autorinnen ist ein unglaublich langes und schweres Feld, aber natürlich fällt mir als erstes J.R.R. Tolkien ein. Es geht weiter mit J.K. Rowling und der Harry Potter Reihe. Ich bin ein großer Fan von den Liebesromanen von Jackie Feilgut oder auch den ja sowohl Jugendbüchern als auch Erwachsenenromanen von Adriana Popescu. Auch der ein oder andere Thriller von Sebastian Fitzek hat mir schon schlaflose Nächte bereitet. Auch besonders gelungen finde ich die Lebensbücher von Jeffrey Archer, wenn er ein Leben seines Protagonisten wirklich komplett ausfüllt. Ein ganz toller Schreibstil und bei Science Fiction, glaube ich, ist man mit Eschbach immer irgendwie richtig. Wenn man dann auch noch etwas aus der Klassik lesen möchte, da empfehle ich immer meinen Herzensautoren Shakespeare, zu dem ich immer mal wieder sehr gerne greife und der damit früher so ein bisschen mein englisches Klassikerherz hat höher schlagen lassen. Neben YouTube findet ihr mich aber natürlich auch auf Instagram und Lovelybooks. Das packe ich euch unten in die Infobox. Zudem bin ich auch Teil des Hörgenusses des Monats. Auch diese Playlist findet ihr unten. Und als Teil der Kingsiana findet man mich auch bei den Hangouts, wenn wir hier live gehen und euch einen wunderbaren Abend bereiten. Ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid und wir gemeinsam die Bücherwelt unsicher machen. Und ich freue mich über Kommentare und einen regen Austausch unter den Videos und wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ganz klassisch zum Abschied wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.